Guter Händler. Okay. Okay, geschwächte Alps, 5 Stück. Nee, eigentlich noch viel zu gefährlich. Lass die Technik lieber stecken. Eigentlich viel zu gefährlich. Clanstreit. Hausverbot. Oh, das ist gut. Mit dem kann ich reden. Wäre nicht der Erste, den ich... So eine Scheiße. Der Hammer-Clan schickt mich. Persönlichkeit. Ich bin dann mal weg. Wo ist hier der Persönlichkeitslehrer? So laut. Kampflehrer. Persönlichkeitslehrer. Gibt das irgendeinen Sinn? Diese Stimmen sind merkwürdig. Wo ist mein Persönlichkeitslehrer? Ah, hier. Nee. Hä? Wo ist der Kerl? Ist bestimmt ein Saufen gegangen, der Kerl. Bist du dir sicher? Wegen der Raritäten. Ja? Wo liegt der Haken? Du verdienst dir eine hübsche Summe Elexit. Da gibt es keinen Haken. Verkauf mich nicht für dumm. Na schön. Natürlich gibt es einen. Dem einen oder anderen wird hier sicher nicht gefallen, wenn du mir das Zeug bringst, das für ihn bestimmt war. Aber was macht das schon? Du siehst nicht aus, als würde dich ein bisschen Gegenwind aus der Fassung bringen. Sind bei dir in letzter Zeit so etwas wie Alp-Ausrüstungsgegenstände aufgetaucht? Das wäre schon ziemlich heiße Ware, mein Freund. Eher etwas für die Outlaws und Banditen da draußen. Kürzlich begegnete ich einem üblen Kopfgeldjäger vor der Stadt, der auf der Suche nach einem Outlaw war. Also, wenn du hier länger überleben willst, dann hältst du dich besser von so etwas fern. Was genau suchst du? Nun, ein paar ausgewachsene Heilwurzeln sind schwer zu züchten. Und Born beauftragt nicht jeden mit dem Abernten. Weiter? Nichts weiter. Behalte lediglich im Hinterkopf, dass ich dir sicher mehr dafür gebe als er. Born hat die Heilwurzeln schon. Oh, na dann nichts für ungut. Ah. Hast du auch einen speziellen Wunsch? Alle Sachen, die du mir bringst, sind speziell. Ich dachte eher an etwas außer der Reihe. Ach so. Ich weiß nicht, ob ich dir die Sache anvertrauen kann. Sie ist okay, etwas komm schon. Heikel. Rück schon raus mit der Sprache. Na schön. Also, Ragnar, der große Boss hier, hat etwas von großem Wert für mich. Ein Schwert, aber nicht irgendeins. Es ist das Schwert von Erik Eisenfaust. Verdammt. Was ist daran so besonders? Sag bloß, du hast noch nie von ihm gehört. Der Kerl ist sowas wie ein Heiliger für die Jungs hier. Man sagt ihm nach, dass er vor einem halben Jahrhundert im Alleingang ein ganzes Heer von Kampfmaschinen nur mit seinem Schwert zerschlagen hat. Ich für meinen Teil glaube zwar, dass das Schwachsinn ist, aber das ändert nichts daran, dass die Berserker sich allem überlegen fühlen. Einige nennen ihn sogar Ahnenvater. Wer aber auch nur ein bisschen Geschichtswissen hat, weiß, dass das Mumpitz ist. Immerhin gab es die Berserker schon lange vor seiner Zeit. Trotzdem ändert das nichts an dem Wert des Schwertes, selbst wenn es mittlerweile schartig und unbrauchbar ist. Vergiss das Schwert. Gab es Probleme? Nein, aber Ragnar wird es nicht hergeben. Schade, es hätte dich und mich sicher reich gemacht. Wonach bist du sonst noch auf der Suche? Du kennst doch sicher Jora, den Werker beim Schlund. Ja. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er bald wieder jemanden losschickt, elixhaltiges Zeug zu sammeln. Und ich denke, er hat schon genug von dem Zeug. Ich hingegen... Schon verstanden. Du willst, dass ich dir das Zeug bringe. Genau. Sprich mit ihm, wenn du die Einzelheiten wissen willst.
Was interessiert dich sonst noch? Dir ist mit Sicherheit schon der Mana-Schrein aufgefallen, oder? Dieses Riesending hier in der Mitte von Goliath. Ja, das ist schwer zu übersehen. Dort irgendwo treibt sich Kaldrim herum. Er überwacht die Ein- und Ausgänge von Elex zum Schrein. Wenn du es allerdings schaffst, an ein paar von diesen Elex-Paketen zu kommen, ich würde dir einen stattlichen Preis dafür zahlen. Ich hätte an welches rankommen können. Das klingt nicht gut. Es ist jetzt allerdings in anderen Händen. Ach, verdammt. Wäre auch zu schön gewesen. Naja, da kann man da wohl nichts machen. Das meiste habe ich einfach schon erledigt. Hast du noch etwas auf der Liste? Nein, ich denke, das war vorerst alles. Wenn mir noch etwas einfällt, lasse ich es dich wissen. Okay. Bring mir etwas bei. Wie du willst. Handwerk? Falscher Lehrer, verdammt. Werke. Heute ist mein Tag. Weißt du, da musst du dich durch die halbe Stadt quatschen und endlich schenkt man dir Gehör. Und was genau wolltest du? Das wirst du schon bald merken. Endlich können wir unsere Äxte an den Nagel hängen. Wurde auch Zeit, dass wir uns aus diesen Rüstungen schälen. Nicht mehr lange und wir machen den Alps Feuer unterm Hintern. Ich trink mir darauf jetzt ein paar Krüge. Hier, gönn dir auch ein oder zwei. Wir reden später weiter. Hau rein, ich bin mal weg. Bist du dir da wirklich sicher? Wie soll es denn jetzt weitergehen? Krieger, Heiler. So kann das wirklich nicht enden. Ich will damit nichts zu tun haben. Selbst dran schauen. Alrik. Bring mir etwas nicht bei. Der von gerade eben. Ja. Werke. Wo ist denn mein Persönlichkeitslehrer, verfluchte Axt? Einfach abgehauen ist der Hurensohn. Hey. Immer schön benehmen. Cinder. Ach. Verdammt. Sie sollte wirklich nicht immer so viel reden. Ich sollte mal lesen. Das war doch die mit dem Laden hier. Cinder, Persönlichkeitslehrerin. Bring mir etwas bei. Natürlich. Bitte lass mir irgendwas von dem lernen, was du... Scheiße. Gerissenheit, Intelligenz, Gerissenheit, Intelligenz, Gerissenheit, Stärke, Intelligenz, Konstitution, Intelligenz, Geschicklichkeit, Intelligenz, Gerissenheit, Intelligenz. Kampfkraft deiner Gefährten mit jeder Stufe. Scheibenkleister. Brauche ich mindestens noch. Ja, 3 Level für. Ich nur auf Gerissenheit und Intelligenz verwende. Mist. Gut, ich habe ja genug Geld. Dann könnte ich das dem einfach geben. Der Hammer-Clan schickt mich. Oh. Vielleicht stimmt dich dieses Elixid auf. Ach, Mist. Wenn ich es mir recht überlege... Na gut. Für Angrim werde ich mir schon was ausdenken. Was hat Angrim damit zu tun? Er hat mir die Anweisung gegeben, den Hammer-Clan nicht mehr zu bewirten. Ich denke, er hat gehofft, dass es einige Überläufer zum Eisen-Clan geben könnte. So ist das also. Vielleicht sollte ich Cormac davon erzählen. Du musst selbst wissen, ob das eine kluge Idee ist. Ich muss mich jetzt wieder meiner Taverne widmen. Mist. Sehr gut. Gut, dass ich es bezahlt habe. Anders hätte ich wohl kaum die Info bekommen. Verdammt. Diese kleinen Intrigen jedes Mal wieder. Zwischen den Clans, das ist echt schlimm. Und ich muss hier rumrennen, den Laufburschen spielen, um Erfahrung zu sammeln. Das könnte so viel einfacher sein. Was ist eigentlich hier los?
Führst du was im Schilde? Privathaus. Eldur. Ach so. Dem muss ich das jetzt sagen, dass sie wieder da trinken dürfen. Ja. Aber war das hier der Eisenclan? Der Ärger mit dem Eisenclan ist vorbei. Sehr gut, was hast du getan? Ich habe dafür gesorgt, dass Uran den Hammerclan wieder bewirtet. Ist das so? Dann hoffe ich, dass es in Zukunft ruhiger zugeht. Wenn nicht, dann bekommt Uran meine Faust zu spüren. Gut. Sollte es noch einmal Stress geben, kümmere ich mich persönlich darum. Das Ganze war Angrims Schuld. Was sagst du da? Woher weißt du das? Uran hat es erzählt. Unfassbar. Wenn wir Warlords uns jetzt schon untereinander nicht grün sind, ich werde wohl mal mit Ragnar darüber reden müssen. So kann das nicht weitergehen. Danke dir, dass du dich um alles gekümmert hast. Hier hast du eine kleine Entschädigung. Ich übernehme ab hier. Gut. Oh, das gibt schön Beef, wenn der da hochgeht. Mit dem anderen reden, das mache ich dann gleich. Wenigstens ist diesmal der Weg nicht so lang von hier oben bis ganz runter, sondern noch von hier bis zu Ragnar. Oh, er steht vor seinem Thron. Uiuiui. Warum steht er? Wie steht es um deine Kampfkraft? Weiter so. Dann werden wir siegreich sein. Er mag mich nur noch. Okay. Wir müssen reden. Meine Zeit ist knapp. Worum geht es? Einer meiner Männer sollte sich um eine Streitigkeit zwischen dem Eisen- und dem Hammerclan kümmern. Und? Er hat herausgefunden, dass der Eisenclan seine Männer gegen meinen Clan aufhetzt. Das ist eine schwere Anschuldigung. Was genau ist vorgefallen? Der Wirt Uran wurde angewiesen, niemanden vom Hammerclan mehr zu bewirten. Wenn wir als Berserker überleben wollen, dann müssen wir alle zusammenhalten. Ein solches Verhalten kann ich nicht dulden. Ich werde Angrim einige seiner Zusprüche kürzen. Auch wenn wir als Warlords gleichgestellt sind, so kann er nicht tun und lassen, was er will. Und du solltest aufpassen, dass Angrim niemals rauskriegt, wer dein Mann war, der das rausgefunden hat. Ich werde vorsichtig sein. War's das? Ja. Okay. Und das heißt, ich muss jetzt vorsichtig sein, was ich diesem komischen Angrim erzähle. Wunderbar. Das ist echt toll. Oh, was passiert eigentlich, wenn ich jetzt wieder in die Nähe von dem Kerl komme, der mich gerade eben verprügeln wollte? Ich glaube nicht, dass er so gut auf mich zu sprechen sein wird. Nicht, dass er mich immer noch umhauen will. Er ist nicht da, oder? Nein. Oh Gott, was hat er hier an Pfeilen liegen? Nee, gar nichts. Hier wird nicht geschlafen. Fremdes Haus. Blöde Idee. Ganz blöde Idee. Bank zum Hinsetzen. Oh, eine Truhe, die verschlossen ist. Das war wohl nichts. Was? Das war wohl nichts. Okay. Zu einfach. Hast mal Fehler gemacht und dann ist es zu einfach. Ja, ja, ja. So siehst du aus. Bolzen. Ja, gut, dass mich keiner sieht.